In den vergangenen Wochen wurden wir das ein oder andere Mal gefragt, wie wir überhaupt zu unseren heutigen Plänen für Strom, Wasser, Wärme in unserem Tiny House gekommen sind. Für diejenigen, die neu dabei sind, wir haben unser Haus zum Teil bauen lassen. Allerdings haben wir uns auch selbst um die Versorgungssysteme gekümmert. Demnach war es für uns auch ganz wichtig, in die Materie einzutauchen, weshalb wir für euch in den kommenden 3 Wochen eine kleine Checkliste zusammengefasst haben, welche Fragen uns auf der Reise hin zu den fertigen Versorgungssystemen begegnet sind, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen von euch auch hilft, wenn ihr gerade in eurer Tiny House Versorgungsplanung steckt. Im heutigen Video geht es also um das Thema Wasser bzw. die Pläne, die wir dafür geschrieben haben, die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Das Gleiche folgt dann eben auch für das Thema Wärme und das Thema Strom. Wir sind Ilan und Anja und freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Aufgrund des Videos in unserer letzten Woche möchten wir vorab Danke sagen. Danke, dass ihr uns jetzt schon so zahlreich unterstützt habt. Ja. Für diejenigen, die letzte Woche nicht eingeschaltet haben, wir haben einen provisorischen PayPal-Spendenlink online gestellt oder den Link erstellt für diejenigen von euch, die uns mit ein paar Euro unterstützen wollen. Als Grundlage für die kommenden Versorgungspläne, die wir geschrieben oder entworfen haben, dient natürlich der Grundriss. Den verlinken wir euch gerne nochmal, unseren Grundriss. Da würden wir euch wärmstens empfehlen, damit ihr auch das werdet ihr sicherlich schon gemacht haben, um eine Vorstellung zu bekommen, wie denn das Tiny House aussehen könnte, wo denn genau das Badezimmer vielleicht hinkommt, als auch die Küche und das Wohnzimmer. Das Allerwichtigste zu Beginn ist erstmal rauszufinden, wie der aktuelle Wasserverbrauch überhaupt ist und wie man diesen Verbrauch, der meistens ja noch viel zu hoch ist, gerade wenn man auch im Tiny House vielleicht mit Tanks arbeiten möchte, wie man diesen Verbrauch reduzieren kann. Ja. Wir verlinken euch gerne nochmal eines unserer letzten Videos. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Da haben wir sehr detailliert aufgeschrieben, wie unser aktueller Verbrauch in der WG zu zweit ist und welchen Verbrauch wir im Tiny House anstreben. Wir haben uns jetzt bei diesen Listen und Grafiken natürlich besonders viel Mühe gegeben. Ja, man muss das nicht so machen. Das ist jetzt auch unsere Art der Darstellung. Es schafft einfach eine schöne Übersicht, um dann zu entscheiden, auf welche Verbraucher man gegebenenfalls verzichten kann oder welche man umstellen sollte. Und wir lieben auch diesen Vorher-Nachher-Effekt. Also wir haben das total genossen. Also besonders Anja. Ja, wir haben total genossen zu sehen, wie hoch der aktuelle Verbrauch ist und was uns das Ganze vor allem pro Jahr kostet. Bei einem Literpreis von 0,2 Cent pro Liter, das ist in Deutschland so der durchschnittliche Literpreis. Durch diese Übersicht konnten wir auf jeden Fall relativ schnell identifizieren, welche Verbraucher wir denn jetzt gegebenenfalls auch austauschen können, wie beispielsweise die Toilette, ne? Also eine Trockentrenntoilette haben wir uns ja jetzt eingebaut oder wollen wir uns einbauen in unser Tiny House. Und dann noch? Dass wir für jede Entnahmestelle auch Sparaufsätze besorgt haben. Das heißt, für die Dusche werden wir auch eine Brause mit 6 Liter Durchfluss pro Minute kaufen. Haben wir schon gemacht. Ja. Oder auch für die Wasserhähne. Auch dort gibt es so kleine Aufsätze, dass wir konstant im Haus an jedem Hahn oder an jeder Brause 6 Liter pro Minute Durchfluss haben. Damit können wir ganz gut rechnen. Mhm. Alternativ, das ist noch eine Option für den einen oder anderen Planer vielleicht, wollten wir auch erst ein Shower-Loop-System, also ein Kreislaufsystem mit konstant 10 Liter, Litern einbauen. Das hat jetzt erstmal nicht funktioniert. In unserem Fall nicht, vielleicht in anderen Tiny-Häusern. Wenn das Thema lautet, wie kann ich denn meinen Verbrauch reduzieren, dann hat man da viele, viele Optionen und um sich da wieder zu fokussieren aufs Wesentliche, ist so ein Fahrplan hier bzw. so ein Fragebogen ganz sinnvoll. Ja, wir haben uns dann auch einfach einen Zettel genommen und alle neuen Gedanken, die dann aufgeploppt sind, wie, oh Mensch, was gibt es denn für Shower-Loop-Systeme, was gibt es denn für Trockentrenntoiletten? Das Ganze ging dann später auch weiter, ihr werdet sehen, mit Wassertanks und welche Heizsysteme und so weiter. Alles separat aufschreiben, dass man einfach nicht den Fokus verliert, dass man erstmal schaut, alles klar, wir sind jetzt bei Frisch- und Abwasser, wir reden noch nicht von Strom, wir reden noch nicht von Gas, wir bleiben bei Frisch- und Abwasser, dass man alle anderen Gedanken aufschreibt und erstmal weitermacht. Ich bin ja immer gerne gesprungen, ne? Ja, das passiert auch, das ist auch nicht schlimm, nur dass man eben den Überblick nicht verliert. Das kann auch alles sehr überwältigend sein. Für uns war es zwischenzeitlich auch überwältigend, weil es einfach große Themen sind. Nur das am Rande. Wenn es euch ähnlich geht, nehmt euch einen Zettel und schreibt eure Gedanken auf und kümmert euch später drum. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie möchte ich mich versorgen?
Möchte ich einen Festanschluss wählen? Möchte ich teilautark sein, also mit einem Wassertank beispielsweise und einem Festanschluss? Oder vollautark, also mit Wassertank und einem Kreislauf, einem Wasserkreislauf, der mir quasi ermöglicht, das bereits gebrauchte Wasser wieder aufzubereiten. Dann nehme ich mir also, oder haben wir uns in unserem Fall, den Rundriss geschnappt, den wir entworfen haben und haben uns ganz klar Gedanken dazu gemacht, wo ist welcher Verbraucher? Brauche ich also nur einen Kaltwasseranschluss oder Kalt- und Warmwasseranschluss? Für welchen Verbraucher ist das so? Beispiel für den Kaltwasseranschluss war bei uns einmal der Außenwasserhahn, weil wir uns dafür entschieden haben, auch außen eine Wasserentnahmestelle zu haben und für die Waschmaschine. Also das waren die einzigen beiden, die nur einen Kaltwasseranschluss haben. Stimmt, ja. Ne? Und alle anderen haben dann quasi einen Kalt- und Warmwasseranschluss. Also für Dusche, Badezimmer, Waschbecken, Spüle. Habe ich sonst was vergessen? Nee. Dann die nächste Frage, wo fließt das Abwasser hin? Unser Abwasser ist ja Grauwasser. Wir sammeln es derzeit, beziehungsweise wir wollen es sammeln in einem Abwassertank, einen Grauwassertank und haben separat dazu noch einen Urintank, den wir gewählt haben für die Trockentrenntoilette. Da im Badezimmer ja die meisten Verbraucher auch sind, haben wir uns dafür entschieden, den Grauwassertank genau auch dort zu positionieren. Und dann einfach nur für mit einem ausreichenden Gefälle auch von vorne das Wasser von der Küchenspüle dorthin fließen zu lassen. Das sind knapp 5 Meter, daher auch an ein Gefälle denken, definitiv. Wir haben das jetzt eingeplant mit unserem Gaswasserinstallateur und müssten einfach darauf achten, dass wir auch gut stehen mit dem Tiny House. Wenn jetzt also alle Verbraucher und die mögliche Positionierung für die Tanks auch eingezeichnet wurde, genau das gleiche übrigens auch für den Frischwassertank, wenn er bei euch im Haus wie bei uns positioniert werden soll, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Wege können die Frisch- und also die Kalt- und Warmwasserleitungen im Haus denn am besten laufen? Wo habe ich welche Verbraucher? Wo soll das warme Wasser auch am schnellsten da sein? In unserem Fall war es bei der Dusche, läuft dann eben zum Waschbecken und dann erst in die Küche. Das ist aber wieder individuell, hängt von eurem Grundriss ab. Also zeichnet am besten einfach mal ein, welche Wege am kürzesten sind und wie die Kaltwasserleitung als auch die Warmwasserleitung verlaufen könnte. Jetzt haben wir noch die Fragen, die sich überschneiden mit dem Thema Wärme. Also wie möchte ich das warme Wasser erzeugen? Möchte ich das mit einem Ofen erzeugen oder über Strom oder Gas? Habe ich den Boiler direkt an dem Verbraucher oder entscheide ich mich für ein zentrales System? Möchte ich auf Campingtechnik setzen oder setze ich eher auf Haustechnik? Oder vermische ich beides, wie in unserem Fall? An dieser Stelle verlinken wir euch auch gerne nochmal das Video zu unserem Versorgungssystem. Wir haben uns ja für das mobile Heizsystem von Alde entschieden. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Das war eben ein Kombisystem, welches über Strom und über Gas zu betreiben ist. Trotzdem aber auch das Warmwasser bereitet, separat von den Heizkörpern selbst oder auch der Fußbodenheizung. Dazu im Detail aber, wie gesagt, in dem verlinkten Video mehr. An dieser Stelle bitte nicht verzweifeln. Das sind auch alles Dinge, die man mit seinem Hersteller besprechen kann, mit seinem Tiny House Hersteller. Mit dem Gaswasserinstallateur, mit dem Campingausstatter, mit dem Elektriker. Also es gibt ja viele Menschen, mit denen man darüber sprechen kann. Das hat sich bei uns ja auch entwickelt und wir haben heute nochmal einen ganz anderen Stand. Das war nicht alles so geplant, wie es dann am Ende geworden ist. Zu jeder Frage, die wir gestellt haben, findet ihr auch in unserer Tiny House Playlist entsprechende Videos, sehr im Detail, auch zu den Tanks, zu den Installationen, zu den Leitungen, aber das als Fahrplan. Und vor allem ist es eben auch so, dass wir für uns entschieden haben, je besser wir informiert sind, desto besser können wir auch mit den Profis sprechen, weil jeder natürlich auch seine Systeme verkaufen möchte und je genauer wir wissen, welches System am ehesten zu uns passen könnte oder wie wir unser Haus heizen wollen, desto besser können wir auch in dieses Gespräch gehen oder auch am Ende Entscheidungen treffen. Wir haben uns ja in unserem Fall dafür auch entschieden, den Innenausbau selbst vorzunehmen. Deshalb mussten wir diese Leitungen ja auch berücksichtigen im Innenausbau, also auch beim Wändeziehen oder dem Technikschrank oder der Treppe, dass wir das immer im Hinterkopf hatten, dass da noch Leitungen entlang kommen. Daher war es wichtig für uns als Bauherren in diesem Fall auch die Übersicht zu behalten. Als kleine Idee, wie unsere separate Liste der noch zu recherchierenden Themen ausgesehen hat, möchten wir das Ganze für euch auch nochmal aufführen, dass ihr vielleicht auch nochmal Gedankenanstöße habt, die bei uns kamen, als es zum Beispiel um das Thema Tanks ging oder ähnliches. Wie zu Beginn auch schon erwähnt, die Sparaufsätze für die Duschbrause oder auch
die Wasserhähne selbst, was gibt es für Sparaufsätze, wie sind diese qualitativ im Vergleich. Da kann man sich schon mal für ein paar Tage verlieren. Abhängig davon, für welche Versorgung ich mich entscheide, ob ich ausschließlich einen City-Wasseranschluss haben möchte oder eben auch eine Wassersteckdose, mit der ich Oberflächenwasser ins Haus pumpen kann, in meinen Wassertank, muss ich entscheiden, welche Steckdose wähle ich, wie viele Pumpen brauche ich in meinem Haus, abhängig davon eben, ob ich teilautark oder vollautark auch sein möchte oder eben nur den Festwasseranschluss habe. Brauche ich einen Wasserfilter? Wenn ja, wie komplex soll dieser aufgebaut sein? Welches Wasser möchte ich reinigen? Möchte ich Stadtwasser reinigen? Möchte ich Oberflächenwasser reinigen? Regenwasser, Salzwasser, was auch immer? Auch da gibt es super viele Informationen und sehr, sehr viele Anbieter und Hersteller. Da du jetzt gerade schon das Thema Pumpen ansprichst, ist natürlich auch wichtig, was für Pumpen brauche ich, wie viele brauche ich, mit wie viel Bar, also wie viel Druck. Für welche Wasserrohre entscheidet man sich? Wir haben uns beispielsweise für relativ steife Wasserrohre entschieden. Mhm. Also angeblich sind das noch die flexiblen, aber die kommen eben aus der Haustechnik. Die flexiblen Rohre der Haustechnik. Der Haustechnik. Ja. Der Campingausstatter wird was anderes empfehlen als der Gaswasserinstallateur, ja, der sich mit Häusern sonst befasst. Mhm. Man kriegt immer verschiedene Meinungen und je genauer ich selbst weiß, wie mobil das Tiny House ausgelegt sein soll, desto besser und einfacher kann man dann auch die Entscheidung treffen. Letzte Frage. Welche Faktoren sind außerdem zu berücksichtigen? Also habe ich bereits einen Stellplatz oder möchte ich auf einem Campingplatz stehen? Das hat natürlich auch, das nimmt auch einen Einfluss auf die Versorgung, die ich dann am Ende wähle. Beispiel, wir wollten auf jeden Fall mit einem Holzofen unser Haus heizen. Das war unser Traum, wir wollten auf jeden Fall einen Holzofen, haben aber ja noch kein Grundstück und ja, wollten da auch flexibel sein und uns nicht festlegen, bis wir dann lernen mussten, dass man auf einem Campingplatz zu 90% keinen Holzofen haben darf, sondern man über Gas arbeiten muss. Oder ich zum weiß, Beispiel. Ja, zum oder Beispiel. Oder Strom. Da sieht man schon, also abhängig vom Stellplatz, es gibt immer noch äußere Faktoren, die den gesamten Plan wieder umschmeißen können. In diesem Sinne, nächste Woche geht es dann mit unserer Checkliste zum Thema Wärme weiter. Und Gas spielt dort auch mit rein, weil wir uns ja beim Thema Wärme auch für Gas entschieden haben. Genau, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und geholfen bei eurer Planung für euer Tiny House oder einfach nur für die Übersicht. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche zum Thema Wärme wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Tschüss.